Yo, moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch mal die neuen Sachen, die in GTA Online hinzugefügt wurden. Und zwar gibt es heute zwei neue Fahrzeuge, einmal auf Legendary Motorsport und einmal auf South St. Andreas. Gut, auf Legendary Motorsport findet ihr den Overflot Tyrann. Das ist ein super Sportwagen, den ich persönlich recht schick finde. Also mir gefällt er persönlich vom Design her recht gut. Und einmal gibt es natürlich den Vapi Dominator GTX, also eine neue Version des Dominators. Und Leute, das ist schon irgendwie heftig, da der Dominator ja schon echt ein Klassiker ist unter den Muscle Cars. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal ganz von vorne an. Als erstes mal der Supersportwagen auf Legendary Motorsport. Gut, das Fahrzeug, wie gesagt, sieht natürlich recht heftig aus. Der Preis ist natürlich auch wiederum recht heftig. Also wenn man überlegt, dass das Fahrzeug einfach mal über 2,5 Millionen Dollar kosten soll, ist das jetzt kein billiger Supersportwagen. Aber na gut, ja, wenn wir mal das Preis-Leistungs-Verhältnis mal kurz begutachten. Ich meine, für diesen Preis kriege ich 5-mal den Turismo R. Und der Turismo R ist ja auch einer der legendärsten Supersportwagen aus alter vergangener Zeit. Also ich bin da eher mit gemischten Gefühlen daran, weil ich meine, man gibt viel Geld aus, im Endeffekt ist die Karre trotzdem scheiße. Aber ich würde mal sagen, gehen wir mal zum Tuning. Ja, das Tuning ist relativ wieder ernüchternd, muss ich sagen. Wir hatten mal vor 2 Wochen zwei neue Fahrzeuge bekommen, die richtig heftig waren beim Tune. Selbst der Pagassi Tesseract war ja richtig heftig, aber nein, heute der Overflot Tyrann ist Standard. Ja, so kann man es am besten ausdrücken, es ist Standard. Ihr könnt zwar den Spoiler ändern, den Motorhaube zu Carbon, Standard trifft es eigentlich recht gut. Ich meine, ihr könnt Spoiler, ihr könnt Motorhaube und sonst noch Kleinigkeiten machen, aber es ist nichts wirklich Krasses dabei, ne? Ich meine, ihr könnt kein Renndesign machen, ihr könnt nicht, keine Ahnung, so viel ändern, könnt kein Motorblock ändern und sonst irgendwas, was man vielleicht gerne hätte, weil es einfach das Fahrzeug cooler machen würde. Aber nein, das gibt es natürlich beim Tuning leider nicht. Ja, ihr könnt halt die Standardteile machen, Turbo, Federung, Bremsen, auch wenn man beim Tuning nicht so viel machen kann, aber ihr müsst schon zugeben, er sieht schon heftig aus. Also man muss ja echt sagen, er sieht einfach heftig aus. Anders kann man es nicht sagen. So, die Statistik sieht auch recht gut aus. Also ich bin mal gespannt, ob er auf der Rennstrecke auch taugt. Ich meine, es kommt sowieso nur auf den Fahrer an, ne? Ich meine, die Unterschiede zwischen den Supersportwagen heutzutage sind ja echt gering. Ich meine, jedes Fahrzeug, was neu rauskommt, ist am Anfang richtig heftig, aber dann kommt der Downpatch und dann sind die Fahrzeuge sowieso wieder für die Tonne. Deswegen, Leute, würde ich dieses Fahrzeug mal mit Vorsicht genießen, bevor ihr wirklich 2,5 Millionen Dollar in die Tonne kloppt. Aber na gut, kommen wir mal zum nächsten Fahrzeug und zu meinem absolut persönlichen Highlight des Tages. Und zwar der Vapid Dominator GTX, Leute. Das ist ja richtig heftig. Und zwar ist das eine nächste Version des Dominator. Also ich feiere das persönlich mega heftig. Das Fahrzeug sieht auch relativ neu aus, futuristisch ist jetzt zu viel gesagt, aber die Lichter sind halt wirklich anders als beim alten Modell, sage ich jetzt mal. Also da bin ich schon echt überrascht und ich feiere das einfach, dass es jetzt eine neue Version des Fahrzeugs rauskommt. Ich meine, ihr könnt einmal zum Beispiel in der Garage alt und neu daneben stehen. Also ich persönlich feiere das übelst. So, das Fahrzeug hat ja ungefähr den Grundriss vom alten, das finde ich auch noch richtig heftig. Und es ist auf jeden Fall auch noch ein Muscle Car und kein Sportwagen mehr. Also das finde ich gut, dass es auch auf jeden Fall noch in der Klasse vom Muscle Car ist. Und das Tuning von diesem Fahrzeug ist einfach legendär. Und man kann wirklich mega viel machen. Sei es Aufbruch, sei es Motorhaube, sei es Rückleuchtenfarbe, sei es Dach, sei es Spoiler, was weiß ich, also da gibt es richtig viel und ihr könnt das Fahrzeug so gestalten, wie ihr es wollt. Gut, Renndesign hätte ich persönlich jetzt an diesem Fahrzeug auch gerne gehabt, weil mittlerweile ist man ja dran gewöhnt und man hätte es auch gerne, aber Leute, das ist auch so ein richtig klasse Rennwagen. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass der alte schneller war, glaube ich. Also im Gefühl her von mir war das alte Auto schneller. Aber man muss auch dazu sagen, dass dieses Auto eine bessere Traktion hat. Also finde ich persönlich, dass dieses Fahrzeug eine bessere Traktion hat, was beim Muscle Car Rennen auch vorteilhaft sein kann. Weil wenn man ja in eine Kurve rutscht, dann ist man ja auch nicht schneller. Deswegen, ja, müsst ihr halt auch entscheiden, ob euch das wert ist, dieses Fahrzeug zu kaufen. Aber im Endeffekt wäre ich sowieso mit einem Dominus gefahren. Mit dem bin ich schon immer gefahren, er ist ein bisschen schneller und mittlerweile habe ich es auch raus, wie man damit um die Kurve kommt.
Aber mal schauen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt. Ob das Fahrzeug das neue beste Muscle Car ist, bezweifle ich jetzt mal stark, aber na gut, ne, der Preis von $725.000, ja. Wenn man überlegt, eine vergleichbare Version, und zwar die ältere Version, muss man natürlich dazu sagen, kostet nicht mal ansatzweise zu viel. Also keine Ahnung, ich kann mir echt nicht den Preis erklären, warum das jetzt eine $750.000 kosten soll, aber ja, das muss ja halt wie jeder selbst wissen. Ich werde die Karre auf jeden Fall behalten, weil ich persönlich einfach so richtig feiere, dass es jetzt einfach mal von der alten Karre eine neue Version gibt. Aber im Endeffekt müsst ihr es ja wissen. Aber das war jetzt einfach mal eine grobe Einschätzung über die zwei neuen Fahrzeuge, die heute hinzugefügt wurden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.